WKÖ-Handelsobmann Rainer Treffelig ortet angesichts sinkender Konsumlaune ein Warnsignal für die heimischen Handelsbetriebe. Die hohe Inflationsrate in Österreich wirkt sich laut Experten negativ auf die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher aus. Im Februar weisen die vorläufigen Daten der Statistik Austria für den Handel, mit Ausnahme vom Lebensmittelhandel, ein reales Minus von 4,3% gegenüber dem Februar 2022 aus, so Treffelig zuletzt. Selbst im Lebensmitteleinzelhandel würden die Umsätze real um 1,7% unter dem Wert des Vorjahresmonat liegen. Neben sinkenden Verkaufserlösen setzen steigende Kosten und nicht ausbezahlte Corona-Hilfen den Händlern zu. Ende April laufen die Corona-Maßnahmen aus, viele warten nach wie vor auf die Fixkostenzuschüsse. Es gäbe noch 11.000 offene Verfahren bei der Corona-Hilfenabwicklungsstelle KOFAG. Alles in allem haben wir einen toxischen Mix. Den Betrieben geht die Liquidität aus, warnt der WKÖ-Handelsobmann. Besonders hart trifft die gedämpfte Konsumlaune den Mode- und Schuhhandel. Kürzlich musste der deutsche Schuhhersteller Reno Insolvenz anmelden. Reno betreibt 29 Filialen und hat über 100 Beschäftigte in Österreich. Dieses Jahr wird eine Challenge. Viele haben weniger Geld zur Verfügung, wollen nach den Pandemiejahren nicht auf Urlaub, Event und Gastrobesuche verzichten. So Treffelig. Gespart wird letztlich dann am Einkauf. Was die Regierung macht, ist ein Verbrechen an den Einkommen der Menschen in dem Land und ein Verbrechen am Vermögen. Denn was bedeutet die Inflation von 9%? Wir hatten 11%, 9%, diese Senkung auf höchstem Niveau seit 1945 im Übrigen. Es bedeutet, dass die Menschen Monat für Monat 9-10% ihres Vermögens verlieren. Wenn Sie also auf Ihrem Konto 100.000 Euro auf Ihrem Sparbuch haben, weil Sie das die letzten 10 Jahre sich erspart haben, vom Mund weg von mir, dann verlieren Sie Monat für Monat 10% der Kaufkraft dieses Geldes. Das heißt, das, was derzeit passiert, wir entrechten die Bürgerinnen und Bürger um ihr Vermögen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, warum ist es so weit gekommen? Die österreichische Bundesregierung hat einen fatalen Fehler gemacht, im Gegensatz zu Slowenien, im Gegensatz zu Kroatien oder Italien oder Spanien beispielsweise. Sie hat keinen amtlichen Preisdeckel eingeführt nach der Sanktionspolitik gegenüber Russland, sondern sie ist hergegangen und hat noch mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt und damit in Wahrheit erst recht die Inflation angeheizt. Denn jeder Großkonzern wird sagen, super, wenn die Regierung mit Steuergeld die Inflation den einzelnen Bürgern ausgleicht, dann nehmen wir uns von den Bürgern und knallen unsere Einzelhandelspreise um 30-40% in die Höhe. Die Treibstoffpreise in die Höhe. Ich war vorige Woche in Kroatien, habe dort getankt und habe dort 1,30 Euro gezahlt, 1,27 Euro an einer Tankstelle eines österreichischen Unternehmens und habe bei der gleichen Tankstelle in Wien 1,75 Euro gezahlt. Es sind zwei verschiedene Länder, es ist die Luftlinie von 150 Kilometern dazwischen. Und das ein und dasselbe Unternehmen ist in Kroatien dazu gezwungen, nur 1,25, 1,27 den Menschen abzuknöpfen. Und in Österreich gehen sie aufs Volle und rauben die Menschen mit 1,75 aus. Da kann der kleine Tankstellenpächter nichts dafür. Der kriegt auch keinen Cent mehr. Sondern das ist die Politik der Konzerne, die im Windschatten der Sanktionspolitik ein übles, ein dreckiges Geschäft mit den Bürgern machen. Und solange die Bundesregierung nicht hergeht, das, was ich vor 13 Monaten gesagt habe, und sagt, Schluss, wir greifen jetzt in den freien Markt ein, weil sich der freie Markt gegen die Menschen richtet, mit einer amtlichen Preisdeckelung, solange wird dieser Wahnsinn weitergehen. Wir sind im EU-Schnitt, wir sind gegenüber Deutschland, wir sind gegenüber unseren Nachbarländern im Süden auf einer Rekordinflation und daher kann man durchaus die berechtigte Frage stellen, was hat diese Regierung die letzten 13 Monate alles falsch gemacht, dass es uns schlechter geht als allen unseren europäischen Nachbarländern. Die Bundesregierung betont ja immer wieder, man hätte Antiteuerungsmaßnahmen gesetzt. Man sei darüber auch froh, dass diese geglückt sind, beispielsweise jetzt auch die Mietpreisbremse ist nicht zustande gekommen. Allerdings gibt es hier eine Auszahlung. War das der richtige Weg? Vor allem, wie lange kommt man denn mit solchen Bonussen? Also wenn der Bonus in einem Umfang sich abspielt von 500 Euro Klimabonus und man da lieber Asylbewerbern oder Justizvollzugsanstalt einsitzenden Kriminaltouristen das auszahlt, den Klimabonus, dann muss ich sagen, angesichts der Höhe und der Auszahlungsmodalitäten,
Ich habe noch nie so eine große Verhöhnung gegenüber den Menschen in unserem Land erlebt. Also wenn man glaubt, dass man eine Teuerung, die in einem Haushalt im Jahr 2.000, 3.000, 4.000 Euro ausmacht, die Kreditzinsen gestiegen sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben Häuselbauerkredite und Sie haben variable Kreditzinsen. Was Sie jetzt lernen mittlerweile. Ja? Also wenn man da glaubt, mit 500 Euro die Menschen zu entlasten, dann ist es in Wahrheit eine Beleidigung des Intellekts aller Bürgerinnen und Bürger. Noch einmal, die Regierung hätte es in der Hand, jene Inflationstreiber in den Griff zu bekommen. Was sind Inflationstreiber? Es ist die Energie. Gut, die Regierung hat Russland sanktioniert und wundert sich, dass die Treibstoffpreise, die Gaspreise und die Ölpreise durch die Decken gehen. Das ist einmal das Schuldverhalten der Regierung. Man hätte daher die Mineralölkonzerne in die Pflicht nehmen müssen und einen Preisdeckel, eine amtliche Preisregulierung einführen müssen. 1,30 Euro pro Liter bis daher und nicht mehr. So, der zweite Punkt wäre gewesen, man hätte dann in weiterer Folge auch die Lebensmittel, natürlich die Grundnahrungsmittel in Österreich, mit einem Preisdeckel fixieren sollen. Und der dritte Bereich ist selbstverständlich die Mieten. Wenn wir heute sehen, Mietpreise, die um 8-9% gestiegen sind, wenn wir dazu die Lebensmittelpreise, die Kredit-, die Leasingverpflichtungen etc. zusammennehmen, dann da packen das unsere Haushalte nicht mehr. Und da gibt es hunderttausende Menschen, die fragen sich in der Früh, wenn sie die Rechnung von der Energie Steiermark bekommen oder von ihrem Wohnungsvermieter bekommen, ja, was sollen sie als Erster zahlen? Oder sollen sie sich gleich einen Birnenbaum aufhängen? Also das ist eine Situation, wo ich sage, diese Regierung hat versagt. Und ich hoffe daher, dass bei der Salzburger Landtagswahl am Sonntag die Regierungspartei und Kanzlerpartei ÖVP und die Grünen so eine auf den Deckel bekommen, dass wir endlich Neuwahlen in dem Land bundesweit bekommen. Sie haben es jetzt auch schon vorhin angesprochen, die Maßnahmen, die waren nicht das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Was braucht es aber jetzt, wenn die Regierung laut Ihnen jetzt doch noch eingreift und die Österreicherinnen und Österreicher entlastet? Was ist der erste Schritt, der gemacht werden muss, damit das Leben überhaupt in Österreich noch leistbar ist? Recht einfach. Preisdeckel auf die genannten Faktoren: Energie, Treibstoff, Miete, Lebensmittel. Amtliche Preisregulierung temporär, solange die Inflation angeheizt ist. Zweiter Punkt ist ein Ende der Sanktionen. Je länger wir bei dieser Sanktionspolitik mitmachen, umso schrecklicher wird es für uns, umso dramatischer sind die Auswirkungen. Das sollten wir nach 13 Monaten endlich erkennen. Wir sanktionieren seit 13 Monaten einer der größten Volkswirtschaften der Erde, Russland, die sich jetzt mit den Chinesen zusammentun, mit den Indern, mit den Türken, eine eigene große Wirtschaftsmacht bilden. Und wir verlieren den Wirtschaftskrieg. Wir verlieren den Krieg in der Ukraine militärisch, wir verlieren ihn wirtschaftlich, wir verlieren ihn sozial und wir verlieren unsere eigenen Mitbürger gesellschaftlich. Wir liefern sie der Armut aus. Also erster Punkt Preisdeckel, zweiter Punkt raus aus den Sanktionen und dritter Punkt eine angemessene einmalige Entschädigung nach diesen erfolgten Punkten, auch in dieser Reihenfolge, für die erlittenen Schäden, die unsere Haushalte erlitten haben, damit wir wieder den Konsum anregen. Das finde ich Finanzminister ja nichts Schlechtes, wenn er mehr Steuern verdient. Und damit wir wieder den Menschen unter die Arme greifen, damit sie ihre Mieten zahlen können, ihre Leasingraten, ihre Kreditraten und das, was die letzten Monate passiert ist. Die Entwarnung oder die Entspannung kann nur kommen, wenn die sinkenden Energiepreise auch bald bei den Konsumenten und den Unternehmen ankommen. Weil ich glaube, beide Gruppen, sowohl die Konsumenten natürlich in ihrem Haushaltseinkommen als auch die Unternehmen mit der Kostensituation, sind vor allem durch diese massiven Energieexplosionen betroffen. Da hatten wir gerade November, Dezember einen großen Peak. Viele auch Betriebe mussten zwangsweise zu dem Zeitpunkt, weil andere Verträge gekündigt werden, hier abschließen zu extrem hohen Preisen. Und das Ganze bringt eine Spirale der Kostenexplosion und der knappen Haushaltsbudgets entsprechend in Gang. Und die müssen wir wieder durchbrechen. Und der Hebel ist aus meiner Sicht die Energiepreissituation. Die Inflation ist zwar leicht zurückgegangen, aber ist nach wie vor noch sehr hoch. Warum? Naja, weil eben diese Energiesituation alles getrieben hat. Und da jetzt kommen dann die Zweitrundeneffekte. Sie haben einerseits Geschäftsmieten, die steigen. Die Energiekosten für Private und für die Haushalte steigen. Damit wird jeder andere auch seine Wartungsverträge erhöhen, weil die Kosten steigen. Ich habe gerade jetzt ein Mail bekommen, Banken erhöhen die Gebühren. Das heißt, wir kommen in eine Gebührenerhöhung und Kostensteigerungslawine, die wir durchbrechen müssen. Und der Hebel wohl an der Form wird zuerst die Energiepreissituation sein. Und dann muss sich das wieder beruhigen. Aber die Situation jetzt ist für alle eine ganz, ganz große Herausforderung.
Aber diese Energiepreissituation, die wird uns leider vermutlich noch länger begleiten. Das heißt, wir müssen jetzt damit rechnen, dass die Inflation weiter nur so ganz langsam zurückgeht und wir nach wie vor noch mit immensen Kosten zu rechnen haben. Naja, die Kosten, ich bin kein Volkswirt und daher nicht der Spezialist für die Inflationszusammensetzung. Aber ja, sie geht langsam zurück. Das ist ja eine gute Nachricht, aber nicht in dem Maße, wie wir es uns alle erhoffen. Und das zeigt sich dann im Handel, insbesondere die letzten beiden Monate. Wenn wir die Statistik Austria mit den Veröffentlichungen sehen, haben wir reale Minus von minus 6,9 beziehungsweise im Februar 4,3% im Nicht-Lebensmittelhandel und auch der Lebensmittelhandel minus minus 1,9, minus 1,7. Das heißt, das sind wirklich Warnsignale, dass den Betrieben natürlich dann, wenn die Umsätze sich nicht entwickeln, die Kostensteigerung, dann haben wir ein großes Problem. Und das sehen wir bei der einen oder anderen Kette, die in den letzten Tagen medienwirksam quasi hier publiziert wurde, dass es Insolvenzen gab. Das müssen wir einfach, diese Spirale müssen wir durchbrechen. Wir brauchen A, eine positive Stimmung, aber die ist natürlich schwer zu erzielen, quasi nur auf Fantasie heraus. Realismus gehört auch zu meinem Job dazu, auch die realistischen Punkte anzusprechen. Und da sind einfach die Kostenexplosionen derzeit, die in keinster Weise mit einer Umsatzentwicklung zusammengehen, für den Handel ganz, ganz herausfordernd. Es gibt Antiteuerungsmaßnahmen wie beispielsweise auch den Energiebonus. Reichen diese Maßnahmen aus, um die Österreicherinnen und Österreicher zu entlasten, durch diese schwierige Zeit zu bringen, oder ist mehr nötig? Ja, ich war immer der Meinung, dass die Österreichische Republik viel geholfen hat. Das war wichtig, um auch durch die Pandemiekrise zu kommen. Wir haben aber jetzt das Problem, dass zum Beispiel die Energiekostenabfederung, die ja auch analog zu Deutschland beschlossen wurde, weil Deutschland hier vorgeprescht ist, einfach noch nicht so in die Gänge kommt. Wir haben einfach noch Verzögerungen bei den Auszahlungen, bei den Antragstellungen. Es gibt ja auch noch politische Debatte darüber. Und hier ist es ganz, ganz wichtig für die Betriebe, dass hier bald das Geld fließt. Weil einfach, es gibt ein Liquiditätsproblem bei den Betrieben. Die Kosten explodieren, die Umsätze sind nicht so gut. Und diese Hilfen, die schon zugesagt wurden, die man entsprechend gesagt hat, ja, das wollen wir machen, müssen wir auch auf den Weg bringen, dass sie auch ausgezahlt werden. Weil sonst haben wir ein echtes Thema. Im Mittelpunkt stand auch noch vor wenigen Wochen die Tatsache, dass die Mieten wieder erhöht werden. Man hat hier versucht, eine Mietpreisbremse zu installieren. Zu dieser ist es nicht gekommen. Die Regierung hat hier dann betont, es würde einen Zuschuss, eine Maßnahme gegen diese Erhöhung geben. War das die richtige Entscheidung oder hätte es eine Mietpreisbremse benötigt? Also ich möchte mich, das ist nicht mein Kernkompetenz, ich spreche für den Handel. Der Handel, das darf man nicht vergessen, ist auch durch Geschäftsraummieten hier extrem stark betroffen. Ist in vielen Fällen, genauso wie die Wohnungsmieter betroffen sind, ist es bei den Betrieben in derselben Relation auch teurer geworden. Und das ist einfach diese Preisspirale, die wir haben, die wir nicht weiter befeuern müssen, wo wir runterkommen müssen. Und der Hebel für mich sind einfach die Energiepreise, sind ja gesunken, nur durch die Vertragssituationen kommen die jetzt nicht bei den Konsumenten oder bei den Betrieben an. Ich glaube, hier muss man schneller fallende Preise wieder in den Markt bringen, damit alle entlastet werden, damit wir das nicht weiter befeuern, weil das ist eine toxische Mischung für alle.